Malim, Freunde. Willkommen hier in Kanos Theater. Wir haben hier irgendwo eine Kurbelmaschine gesehen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo die war. War die hier? Adavitz Road. Da schauen wir jetzt mal rein, liebe Leute. Okay, geht's darum? Okay. Dann herzlich willkommen hier bei der Folge und... Der unglaubliche Kano und der grauenerregende Thron des Grauens. Guten Abend, Ladies and Gentlemen. Willkommen zu einer höchst außergewöhnlichen Vorstellung. Sie werden eine atemberaubende Darbietung erleben. Dergleichen ist noch nie zuvor. Ist nie zuvor versucht worden. Der berühmte Kano wird in seinem neuesten Trick dem Tod ins Angesicht sehen. Auf dem Thron des Grauens. Ladies and Gentlemen, der berühmte Kano. Was machst du hier, Marie? Warum? Ich hab dich letzte Nacht gesehen. Gib es zu, du triffst dich noch immer mit ihm. Nein. Spiel nicht verrückt. Gib es zu. Fahr zur Hölle. Was machst du hier, Marie? Ich hab dich letzte Nacht gesehen. Gib es zu, du triffst dich noch immer mit ihm. Leute, ich bin schockiert. Können wir uns nicht mal angucken? Wir gehen da nochmal ganz kurz rein. Ich weiß zwar nicht, was ich da soll, weil das ist reines. Okay, gut, da zupft sie sich nur wieder die Haare. Ne? Ich habe die Haare schön und dann war es das aber auch. Okay, dann gehen wir mal wieder raus.
Wir müssen jetzt aber nochmal ganz kurz, weil ich glaube, das ist damals, das wird irgendwann echt elementar wichtig. Wir sind ja durch diesen komischen Geheimgang das letzte Mal gekommen. Und den müssen wir irgendwie aufkriegen, weil sonst überleben wir es, glaube ich, nicht. Und das ist, das wäre sehr schade. Wissen, da ist irgendwie. Verdammt! Das lässt sich nur von der anderen Seite öffnen. Okay, dann müssen wir echt nochmal zur anderen Seite zurück, denn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müssen wir durch diesen komischen Gang irgendwie auch dann später mal abhauen. Denn ich sagte ja, wir können auch sterben bei diesem Spiel und wir werden mehr als einmal sterben, Freunde. Das garantiere ich euch und ich würde so gerne nochmal... Oh, jetzt komme ich doch noch an den Absinth dran. Ah, okay, mal gucken, was die Flasche jetzt sagt. Letztes Mal war noch ein bisschen drin, ne? Mal gucken, ob jetzt... Weil er hat sich ja mit Jim Beam und... Die Flasche ist weg. Der Absinth ist weg. What the fuck? Alright. Okay. Ich bin allerdings ehrlich, ich weiß nicht mehr, wie wir denn den... Sind wir da irgendwie durch? Da sind wir, glaube ich, durchgekommen, ne? Ich weiß nicht mehr genau, wie es runtergeht, Freunde. Bin ich ehrlich? Wir gehen jetzt hier nochmal rein. Da war, glaube ich, nur die Krypta, ne? Ja, genau, das. Da war nur die Krypta. Okay, da können wir aktuell nichts machen, glaube ich zumindest, ne? Ich meine... Hier ist aber auch, glaube ich, sonst nichts mehr, ne? Können wir mal ganz kurz nach den Büchern gucken, weil ich glaube, auch da wird noch eins von wichtig werden. Ansonsten, gut, die Spiegel haben wir uns angeschaut. Im Keller, genau. Jetzt liest du die ganzen Titel nochmal vor. Weissagungen des Bösen? Ja, genau. Das hatten wir aber schon. Nein, fuck, da wollte ich gar nicht hin. Zim, zam, flumm. So, da kam ich ran. Hier, da wollte ich raus. Da. Ach so, deswegen. Der dreht das Bild, deswegen. Gut, wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal raus, Freunde. Ich glaube, den Spiegel hatten wir nicht mehr, aber im Keller. Wie kam man nochmal in den Keller? Ach, über die Küche, richtig. Über die Küche. Okay, hatte ich vergessen, Entschuldigung, Freunde, wie gesagt, Orientierung ist nicht unbedingt meine Stärke, dafür knipse ich es ein bisschen ab, ne? So, pass mal auf, jetzt nochmal ganz kurz hier. Da waren wir in einem Keller und da hatten wir auch diverse Sachen erlebt und ich will jetzt mal ganz kurz gucken, ob wir, okay, wir müssen natürlich erst das Licht anmachen, ne? Ob wir da noch was Neues finden, Inden, und weil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann haben wir da unten... Warte mal, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wo kamen wir denn da? Ist egal, wir gehen da mal runter. Adrian, Miss Delaney, so, geh da mal runter. Die Fackel brennt bestimmt noch, ne? Oh, ja, wie ich gesagt habe, der Laterne leuchtet ewig, ne? Das ist cool, das ist very, very cool. Aber aktuell heult keiner mehr. Okay, hier ist auch alles nicht mehr aktiv. Gehen da nochmal rein. So, und da war irgendwie... Aber habt ihr gerade gesehen, hat eins von den Fässern irgendwie geläutet. Können wir jetzt jetzt können wir die nehmen. Ich wusste es. Irgendwas war, ne? Weil letztes Mal kam er da nicht mehr dran. Nimm die mal mit, steck die mal ein. Bitte, Adrian, steck die ein. Don ist aktuell nicht mehr er selbst. Baby, du sollst sie mitnehmen. Wieso nimmt sie die nicht mit? Okay, fuck, aber, da hat der Fass ist ganz komisch an Leuchten. Seht ihr, da ist eine ganz komische Leuchtung in diesem Fass. Wir schauen rein. A little old wine drinker me. Ha ha!
War das die Frau, dem Kano, der Kano ein Glasauge verpasst hatte? Können wir nichts mehr machen. Okay, da ist auch nichts sonst zu holen. Sie ist also direkt rausgerannt. Sie hatte noch mehr Angst als ich, okay. Okay, dann gehen wir jetzt mal weiter. Ich glaube, wir müssen in the City. Ich will mal ganz kurz hier trotzdem auch mal ganz kurz... Ne, ich glaube, der ist... Gut, der ist auch nicht mehr aktiv. Gut, okay. Wie sind wir denn nochmal in dieses, Wie sind wir denn nochmal in diese komische, in diese komischen Gänge da mit den ganzen Dings gekommen? Bin ich ehrlich, weiß ich aktuell nicht. Können wir mit dem können wir nicht mehr quatschen? Wie sind wir denn da nochmal reingekommen? Boah, ich bin ehrlich, Freunde, jetzt aktuell weiß ich gar nicht so wirklich weiter. Ich glaube, wir müssen ins Dorf. Wir fragen mal ganz kurz den Innkeeper. Aber ich glaube, wir müssen auf jeden Fall ins Dorf. Jemand in der Stadt weiß alles. Ja, das ist nämlich Melke. Finden Sie ihn. Was? Besuchen Sie ihn oder was hat er gesagt? Jemand in der Stadt weiß alles. Finden Sie ihn. Finden Sie ihn. Brauchen wir nicht finden. Wir wissen, dass es Malcolm. Okay, wo kamen wir denn? Verdammte Scheiße. Ich bin ehrlich, ich weiß aktuell nicht. Okay, da ist Dawn da. Wahrscheinlich kommen wir da nicht rein. Wo sind wir denn nochmal? Dok, dok, dok. Dawn? Dawn! Alright. Okay. Gut. Können wir machen nix? Okay. Und ich bin gleich ehrlich, ich weiß nicht mehr genau, wie wir in den anderen Raum da gekommen sind. Komm, geh mal hier durch. Sim. Flum. Okay, da war nur das Ding. Okay, die Bilder, die sagen uns aber auch nicht wirklich viel. Okay. Gut, hatten wir schon. Das ist, okay, die Maschine, die spielt da nochmal auf, ne? Aber. Genau, das war ja die Feed-Me-Maschine, ne? Gut, da passiert aber auch nicht mehr viel. Flum, flum, flum. Wie sind wir denn nochmal in diesen komischen Gewölbe gekommen? In dieses komische Gewölbe? Bin ich jetzt ehrlich, also aktuell weiß ich nicht wirklich weiter. Gut, wir müssen in die Stadt fahren, das ist schon richtig. Allerdings, allerdings ist es so, ich glaube, über die anderen Gänge, da sind wir reingekommen, ne? Ich will das nochmal ganz kurz checkern. Moment, wir gehen nochmal ganz kurz hier hin. Und dann nochmal dahin. Oder war das hier? Flum. Das ist ein wenig verwirrend, Adrian. Ah ja, hier, da ist es. Mal ist er da, mal ist er nicht da, ich weiß es auch nicht. Genau, hier kam er, glaube ich, da durch. Ne? Ach, das waren nur die Bücher, okay. Können wir hier sonst noch irgendwas machen? Okay, die Zeitung hatten wir uns auch schon angeguckt, da kamen wir nur wieder da rein. Das sind aber nur die Bücher, gut. Aber wir kamen doch hier irgendwo in diesen komischen Gang, wo wir dann auch tiefer weiter konnten. Das sind nur die Bücher. Ach, hier, war das hier? Da kommen wir nur wieder raus. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander, meine lieben Leute. Da dürft ihr mir nicht übel nehmen und nicht böse sein. Okay, hier kommen wir in die Krypta. Ne, da kommen wir in die Krypta. Und da kamen wir. Und wo kamen wir da hin? Okay. Ich finde es aktuell nicht. Müssen wir uns später mal umsehen. Wir fahren jetzt erstmal in die Stadt, liebe Leute. Beziehungsweise wir gehen noch mal ganz kurz in die Scheune. Mal gucken, ob Cyrus und Harriet noch da sind oder ob die echt ihre Klamotten gepackt haben. Mike, mit dem können wir aktuell nicht reden. Der repariert ziemlich lange das Telefon, aber das ist sein gutes Recht als Telefonmechaniker, ne? So, pass mal auf hier. Süße, pass mal auf, komm mal hierher. Und dann gucken wir mal ganz kurz, ob die beiden noch sind in der Scheune.
Okay. Nein. Ratzekal weg. Okay. Kann man machen. Gut. Dann fahren wir in der Stadt, meine Leute. Und wir wissen, Malcolm weiß alles. Ich weiß nicht, haben wir das Bild von Malcolm haben wir, glaube ich, eingesteckt, ne? Ich meine wohl. Ist das das Bild von Malcolm? Ja, das gucken wir uns gleich nochmal ganz in Ruhe an. Das ist das Bild von Malcolm und das werden wir auf jeden Fall mal ganz kurz nochmal schauen. Right. Okay. So, gucken wir nochmal auf der Malcolm-Bild. Ja. Okay. Gut, dann packen wir das mal weg. Jetzt will ich aber nochmal ganz kurz hier auf das Ding anschauen, weil das ist irgendwie irgendein KMK, irgendein Quatsch, ne, den die Lou wollte. Und das werden wir Lou auch verkaufen, denn wir brauchen Geld, denn wir müssen das Kruzifix erwerben. Wir brauchen, glaube ich, das Kruzifix, meine ich zumindest. Ich weiß nicht, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, aber ich meine, hätte das damals mit dem Kruzifix klar gemacht. Denn irgendwann barocken wir das, aber nicht mehr jetzt in diese Folge, sondern irgendwann später in der nächsten. Ich sag jetzt erstmal vielen, 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 vielen Dank fürs Zuschauen und Verbleibe. Gehabt in diesem Sinne, ab in Ring of Honor. Haltet euch wacker, ciao, ciao, sagt euer Spielkind 45 und ich habe keine Angst mehr, Leute. Könnt ihr mir